Hallo Freunde des fahrbaren Blechs und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Wir beginnen diese in einem Kreisverkehr. Die Beschilderung ist hier eindeutig. Helmut darf hier mit seinem Fahrrad auf der Fahrbahn unterwegs sein. Nun wird er knapp überholt. Allerdings reicht dem BMW-Fahrer das noch nicht, um seinem Frust Luft zu machen. Hast du noch alle oder was? Abstand halten. Du fährst ganz rechts am Straßenrand, du Pfeife. Ah, ja. Ja, voll bin mitten auf der Straße. Hä? Ja, und ich habe einen Zeugen dabei, den ist die groß aufhörst bei der Polizei. Ich sag mal Abstand halten. Ja, Abstand halten. Ja. Fahrt du rechts am Rand, ja, dann du Leute bedrohen, oder? Auf der Straße. Das sind die richtigen, genau. Jetzt haben wir scheiß Karre da. Und weil es so schön war, gleich noch einmal. Helmut hat das Ganze hier übrigens zur Anzeige gebracht, es ist auch tatsächlich zur Verhandlung gekommen, jedoch schreibt er, nach ca. 30 Minuten Vernehmung des Angeklagten hat mich die Richterin in den Saal gerufen und mir mitgeteilt, dass sie meine Aussage nicht benötige und ich gehen kann. Wie das Ganze am Ende ausgegangen ist, wurde ihm leider nicht mitgeteilt. Seine Absichten anzukündigen ist sehr, sehr wichtig, sonst kommt sowas dabei rum. Ah. Gott, dein Alter! Hier kann man von Glück sprechen, dass unser Einsender so langsam gefahren ist. Vor uns staut es sich und leider siegt in diesem Fall hier die Dreistigkeit des Fortfahrers. Wir passieren gerade das Ortseingangsschild, was bedeutet, dass von nun an 50 km/h erlaubt sind. Was er hier wohl drauf hatte? Rechts wie links geht es nicht allzu zügig voran. André nutzt eine Lücke, um auf die linke Spur zu gelangen. Der Abstand zum Audi war vielleicht nicht ganz optimal, jedoch hätte hier einfaches vom Gas gehen gereicht, um den Sicherheitsabstand wieder herzustellen. Nicht aber mit dem Audi-Fahrer, der nimmt das nämlich persönlich. Für ihn zählt nämlich wirklich jeder Meter weiter vorne. Hier versucht er uns dann mit mehrfacher Lichthupe dazu zu bewegen, auf die rechte Spur zu fahren. Jedoch würden wir dann den Abstand zum Vordermann unterschreiten. Und mal ehrlich, was erhofft der Audi-Fahrer sich davon? Vor uns geht's ja nun mal auch nicht schneller weiter. Was dann aber folgt, setzt dem Ganzen wirklich die Krone auf, wobei man sagen muss, dass das hier nicht mal annähernd so knapp geworden wäre, hätte unser Einsender nicht beschleunigt. Ich möchte allerdings keinen vorschnellen Schluss ziehen. Eventuell hat er auch einfach nur Gas gegeben, weil die Spur vor ihm wieder frei wurde und er sein altes Tempo erreichen wollte. Subaru hat hier etwas Besonderes, nämlich einen 4-in-1 Clip. Zunächst wird er vom Busfahrer ignoriert. Von der älteren Dame ebenfalls. Links, rechts gucken, bevor man über die Straße läuft. Dann wird ihm die Vorfahrt genommen und dann ist da noch der Touri-Verkäufer, bei dem doch ganz ehrlich noch nie jemand von uns was gebucht hat, oder? Na, ob das so erlaubt ist, ich wage es mal anzuzweifeln. Das hier ist definitiv nicht erlaubt, immerhin wird der Fehler sofort eingesehen und sich entschuldigt, so kann es auch gehen. Hier mal auf das Fahrerfenster des schwarzen PKW rechts von uns achten. Eine echte Umweltsau.
Eine interessante Perspektive, muss ich sagen, hatten wir so auch noch nicht. Solch irren Überholversuche jedoch schon häufiger. Sie haben das Hindernis, Sie müssen warten. Sie haben das Hindernis, Sie müssen warten. Und weil es so schön war, gleich noch einmal. Hier mal genau auf den weißen PKW vorne an der Kreuzung achten. Wobei man deutlich erwähnen muss, dass die Abbiegeaktion des Gegenverkehrs hier auch definitiv nicht die feine Art war. Wir sind in London unterwegs, auch hier wird zweispurig abgebogen. Einmal auf den Honda achten, der gleich auf der linken Spur auftaucht. Der will die nächste Abfahrt nehmen und das tut er auch, ungeachtet möglicher Konsequenzen. Wir können leider nicht genau sehen, was passiert ist, aber ich vermute, es wurde mit dem BMW-Fahrer richtig knapp und der lässt nun seinen Unmut aus. Mit der Aktion hier hat der BMW-Fahrer sich definitiv auch selbst disqualifiziert. Egal was der Honda-Fahrer gemacht hat, nichts rechtfertigt es, hier mitten auf der Autobahn anzuhalten. Vielleicht sollten sie beide mal eine Zeit lang zu Fuß gehen. Und du? Bist eingeschlafen oder fährst jetzt auch mal los? Er muss uns sehen können, er fährt trotzdem. Danke für nichts. Gleich wird unser Einsender sich nicht mit Ruhm bekleckern. Ja, oh Mann ey. Was ist das denn für eine da hätte ich doch im Leben nicht mehr bremsen können. Ja, hättest du mehr Abstand gehalten, hättest du auch bremsen können. Natürlich muss der Caddy-Fahrer hier nicht so eine Vollbremsung hinlegen. Aber du hättest hier definitiv schon anhalten müssen, solange wie die Ampel bereits gelb war. Eine Einbahnstraße, die ihren Namen nicht verdient. Herein. Selbe Straße, selbes Spiel. Sehen und gesehen werden, dafür müsste man aber auch sein Licht einschalten. Und zu guter Letzt noch eine super Aussicht mit einer etwas, ja, dummen Kuh. Unser Einsender reagierte übrigens sehr vorbildlich, lässt der Kuh die Zeit, die sie braucht. Hetzen bringt bei solchen Tieren absolut nichts. So, das war's denn nun. Ein ganz herzliches Dankeschön geht wie immer all unseren Videospendern. Wir haben euch nochmals in der Videobeschreibung erwähnt. Bitte beachtet, dass wir aktuell Einsendepause haben. Lediglich besonders spannende und/oder interessante Clips nehmen wir unter spannend@rep-cam.com entgegen. Vielen Dank. Wir hoffen, euch hat die heutige Folge gefallen. Egal wie euer Urteil ausfällt, wir würden uns in jedem Fall über eine kleine Bewertung freuen. Und dann hoffen wir, sehen wir euch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, fahrt gut und besser und ciao, ciao.